Hallo zusammen. Heute geht es um Phajaxis, das untergegangene Hochkultur-Mega-Super-Tech-Reich aus meinem Setting. Und bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, kurz etwas zum Namen. Der Name Phajaxis basiert auf dem griechischen Gott Phajax, was einer der weniger bekannten Söhne von Poseidon ist. Zudem ist, wie der Name sich schreibt oder ausgesprochen wird, nicht wirklich bekannt, eben weil es sich um eine untergegangene Kultur handelt. Die häufigsten Schreibweisen wären Phajaxis, Phajax oder Phajaxis. Einfach um hier worldbuilding-technisch eine Parallele zu Atlantis zu haben und eine Parallele zu Minoa zu haben. In-Universe ist Phajax der Name einer der bekannteren Personen aus diesem untergegangenen Reich. Das heißt, es ist nicht wirklich der Name des Reichs selber, sondern der Name der bekanntesten Person, die mit dem Reich verbunden ist, eben weil wir den Namen von diesem alten Reich nicht kennen. Und ich glaube, das Grundkonzept von Phajaxis wäre mit diesem Clip, den ich aus dem zweiten Video aus der Serie rausschneiden musste, eigentlich recht gut erklärt. Phajaxis ist eine untergegangene Hochkultur, die technologisch sehr weit fortgeschritten war. Das heißt, sie erfüllt die Ancient Aliens Rolle, die ich im letzten Teil erwähnt hatte, und sie ist außerdem Atlantis. Okay, den Teil muss ich ein bisschen erklären. Quellentechnisch teile ich Atlantis in drei Teile ein. Es gibt einmal das mythologische Atlantis, also das Ding, das Plato in seiner Fabel beschrieben hat. Es gibt das fiktive Atlantis, also Atlantis, wie es dargestellt wird in Filmen, Büchern und von Verschwörungstheoretikern. Und es gibt die historischen Vorlagen für Atlantis, also die Kulturen, auf denen Plato seine Fabel aufgebaut hat. Das fiktive Atlantis ist hier verhältnismäßig einfach. Phajaxis erfüllt den Ancient Aliens Teil des Settings. Das heißt, alle Sci-Fi-Elemente im Setting basieren auf der Technologie von Phajaxis oder sind Artefakte, die in Phajaxis existiert haben, bevor die Welt untergegangen ist. Für das mythologische Atlantis orientiere ich mich einfach an dem, was im Mythos vorhanden ist. Atlantis war ein Paradies auf Erden, das von den Söhnen von Poseidon regiert wurde. Aber mit der Zeit wurden die Könige zu selbstsüchtig und hochmütig und wurden dann irgendwann zerstört. Ich behalte hier dieselbe grundlegende Storyline von Paradies auf Erden wird dekadent und zerfällt, aber packe einen gewissen Magitech-Spin dran, damit das Ganze besser ins Setting passt. Und ich behalte die Verbindung zu Poseidon. Beispielsweise basiert der Name Phajaxis auf dem Namen Phajax, was ein weniger bekannter Sohn von Poseidon ist. Und das bringt mich zum historischen Atlantis. Einige Historiker gehen davon aus, dass Plato seine Atlantis-Fabel auf dem Königreich von Minoa aufgebaut hat, was zu seiner Lebenszeit einfach nur noch ein mythologisches Königreich war. Minoa war im Grunde die vorherrschende Macht in Griechenland, bevor es Griechenland gab. Zur Zeit der alten Griechen war Minoa schon so alt, dass es nur noch in der Form von Fabeln und Mythen existiert hat. Das heißt, für das historische Atlantis nehme ich hier sowohl echte historische Elemente, also die Kleidung, die Städte und so weiter und so fort, wie sie in Minoa vorgeherrscht haben und den umliegenden Bereichen. Und ich orientiere mich daran, wie die alten Griechen Minoa behandelt haben. Sie haben eine Insel gefunden mit Schriftzeichen, Kunst und Architektur, die sie nicht verstanden haben. Also wurde es in der Mythologie zu einer Insel der Halbgötter und Monster. Was, um fair zu sein, in Griechenland relativ normal ist. Aber wie dem auch sei, Phajaxis ist im Setting mythologisch genauso verklärt, wie es Minoa im alten Griechenland war. Es gibt verschiedene Theorien, warum Phajaxis untergegangen ist. Einige halten die alten Herrscher von Phajaxis für Götter. Und wieder andere denken, sie haben irgendeinen Anspruch auf Herrschaft, einfach weil sie denken, dass sie vom alten Blut von Phajaxis abstammen. Und der Grund, warum Phajaxis eine so große Rolle spielt, ist, dass Phajaxis nicht einmal existiert hat, sondern 100-mal existiert hat. Fast alle Realitäten, die in dieser Apokalypse zusammengezogen wurden, hatten irgendeine Form von Phajaxis. Und darum ist es wahrscheinlich, dass Phajaxis in irgendeiner Art und Weise mit dieser Apokalypse verbunden ist. Es kann sein, dass sie versucht haben, es zu verhindern, es ist möglich, dass sie es herbeigeführt haben, es ist möglich, dass sie ein Fokuspunkt dafür waren. Was genau passiert ist oder ob mehrere Sachen gleichzeitig passiert sind, ist nicht mehr nachvollziehbar, eben weil 10.000 Jahre vergangen sind. Aber was wir wissen ist, dass Phajaxis in irgendeiner Form in jeder Welt existiert hat. Also um das Ganze zusammenzufassen, Phajaxis ist im Setting die Grundlage für alle Konstrukte, für die Technologie, die es erlaubt, zwischen den Welten hin und her zu fliegen, und sie ist die Quelle für einen Großteil der magischen Artefakte, die es im Setting gibt.
Designtechnisch ist Phajaxis eine Mischung aus Ancient Aliens Elementen, tatsächlich existierenden Hochkulturen, die in Minor oder um Minor herum existiert haben zu der Zeit, und es gibt ein paar Designelemente von anderen Fantasy Hochkulturen, wie zum Beispiel den Dwemern aus der Elder Scrolls Reihe, den Thran von Magic the Gathering oder den Forerunnern aus der Halo Reihe. Einige von euch mögen sich fragen, wenn Phajaxis seit 10.000 Jahren nicht mehr existiert, warum ist es noch wichtig für das Setting? Und die Antwort ist, dass viel von dem Setting auf dem aufbaut, was in Phajaxis passiert ist. Viele von den Sprachen und vor allem viel von der Magie, was heute existiert, ist auf Phajaxis zurückzuführen in irgendeiner Form. Die magische Technologie, die es gibt, sind entweder Artefakte aus Phajaxis oder sie basieren auf Designs, die in Phajaxis benutzt wurden. Und viele von den Göttern und anderen Kreaturen, die es im Setting gibt, sind zu irgendeinem Grad auf Phajaxis zurückzuführen. Und Gameplay- und Storytechnisch ist Phajaxis eine gute Quelle für MacGuffins, für Questerfolge, für Ruinen, für Monster und allgemein für viel von dem verrückteren Zeug, was im Setting rumläuft. Und ja, das wäre im Großen und Ganzen Phajaxis. Es ist Fantasy, Rom, Steampunk, Atlantis und ein ganzer Haufen anderes Zeug. Und über die Details werde ich garantiert noch in irgendeinem anderen Video mal reden. Okay, ja, ich weiß, es ist noch viel vom Video über, aber dieser Teil ist mehr oder weniger optional. Hauptsächlich, weil das hier im Grunde eine Game of Thrones morgens um 3 Uhr 5 Tassen Kaffee Tinfoil-Hat-Theorie ist und sie ist die Baseline fürs komplette Setting. Der Twist, auf den hier alles hinausläuft, ist, wir haben kein Fantasy-Setting, sondern wir haben ein postapokalyptisches Sci-Fi-Setting. Es sei dazu gesagt, das ist reines Autorenwissen. Ob ihr das Setting als ein Fantasy-Setting oder als ein Sci-Fi-Setting behandelt, hat keine Auswirkung auf die Welt selber. Es ist einfach nur eine andere Herkunftsgeschichte für die fantastischeren Elemente im Setting. Das heißt, wenn euch das Sci-Fi-mäßige nicht wirklich interessiert, macht das Video hier aus, ihr verpasst nichts Großartiges, weil die Informationen, die ich jetzt erzählen werde, in den Stories und im Gameplay nie wirklich auftauchen werden. Das ist wirklich reines Hintergrundwissen für Leute, die es interessiert. Also fangen wir mit der tatsächlichen Erklärung von Phajaxis an. Phajaxis war eine Sci-Fi-Hochkultur. Das heißt, es gab wirklich alles, was ihr von einem Sci-Fi-Setting erwarten würdet. Es gab Cloning, es gab Roboter, künstliche Intelligenz, Energiewaffen, Portale, mit denen man durch die Dimensionen und zu anderen Welten reisen konnte und so weiter und so fort. Das, was im Setting als Fantasy-Elemente von uns als Lesern gesehen werden, also Orks, Elfen, Zwerge, Magier, Elementarwesen und so weiter und so fort, sind einfach nur von den Leuten im Setting falsch interpretierte Sci-Fi-Elemente. Greifen und Chimären sind das, was passiert, wenn 10.000 Jahre Evolution auf ein biologisch gezüchtetes Designer-Haustier treffen. Elfen, Orks und Zwerge sind genetisch manipulierte, entweder Nachkommen von den Leuten aus Phajaxis oder Nachkommen von deren Sklaven. Magische Gegenstände sind einfach Technologie, die die Menschen im Setting nicht verstehen und dafür für Magie halten und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dieser Teil ist optional, weil das kann für viele den Appeal von einem Fantasy-Setting sehr schnell zerstören, wenn man sagt, ja, das ganze coole Fantasy-Zeug ist eigentlich nur Überbleibsel von irgendwelchem Sci-Fi-Schrott. Schönen Tag noch. Okay, aber weiter im Text. Der Aufstieg und Fall von Phajaxis ist dabei untrennbar mit zwei speziellen Technologien verbunden. Das erste wäre Psionics. Also die Möglichkeit, den eigenen Verstand zu benutzen, um die Realität zu verändern. Die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, Gegenstände zu bewegen, Pyrokinese, Telekinese und so weiter und so fort. Und die zweite Technologie wäre interdimensionales Reisen. Die Möglichkeit, in andere Realitäten und andere Dimensionen hereinzusehen, Gegenstände daraus rauszunehmen und in diese Dimensionen zu reisen. Der Grund, warum sich diese Technologien entwickelt haben, ist ungewöhnlich. Phajaxis war bereits technologisch extrem weit entwickelt. Es gab bereits Supercomputer, Roboter, man konnte Menschen klonen und die ganzen anderen Sachen, die wir heutzutage noch nicht können. Aber die Wissenschaft ist an ihre Grenzen gestoßen. Beispielsweise im Fall von Klonen konnte man zwar den menschlichen Körper reproduzieren, aber die Klone waren im Grunde komatös. Sie haben nicht auf Stimulanzen reagiert, sie haben nicht gesprochen, sich nicht bewegt, sie waren im Grunde lebende Tote.
Es ist dasselbe Problem wie in Fullmetal Alchemist. Man kann zwar den Körper eines Menschen herstellen, aber dieser Körper hat keine Seele. Und dadurch waren die Nachforschungen in Cloning, Bioengineering und AI-Design sehr stark limitiert, eben weil es diese harten Grenzen gab, die man nicht überwinden konnte. Psionics war ein Versuch, diese harten Grenzen zu überwinden. Es hat angefangen als eine Art philosophische Bewegung. Viele Wissenschaftler gingen davon aus, dass Roboter und Klone und AI nicht wirklich am Leben waren, eben weil sie keine wirkliche Seele haben. Ihnen fehlt der menschliche Funken. Also haben diese Wissenschaftler versucht, diesen Funken zu simulieren. Zuerst mit neurologischen Mitteln und dann später mit etwas spirituelleren Methoden. Und nach langen Jahren der Forschung hat man dann wirklich festgestellt, dass menschliche Gedanken eine Auswirkung auf eine Art Parallelwelt haben. Diese Wissenschaftler hatten den Vorläufer der Kehrseite entdeckt. Und dadurch war es ihnen dann irgendwann möglich, etwas Ähnliches wie Seelen zu simulieren. Die ersten Klone, die in Anführungsstrichen gelebt haben, hatten eher einen animalistischen Verstand. Aber mit der Zeit wurden diese Techniken detaillierter und zuverlässiger und man konnte nach ein paar Jahrzehnten relativ zuverlässig Menschen klonen oder das Bewusstsein eines Menschen in einen geklonten Körper übertragen. Und auch zum Beispiel künstliche Intelligenzen wurden sehr viel menschlicher. Sie konnten selbstständig Probleme lösen und Probleme erkennen, für die sie eigentlich nicht programmiert waren. Und als ein kleiner Bonus wurde rein zufälligerweise Magie entdeckt. Einige Wissenschaftler, die sich mit Psionics beschäftigt haben, aber sich nicht auf Klone oder AIs konzentriert haben, haben gemerkt, dass man durch die Anwendung dieser Methoden die Umwelt zu einem gewissen Grad verändern kann. Das war allerdings keine natürlich angeborene menschliche Fähigkeit. Man musste dafür trainieren und sich gewissen Prozeduren unterziehen. Zuerst in der Form von Implantaten und später in der Form von der Veränderung des genetischen Codes. Aber durch diese Modifikationen war es Menschen möglich, das auszuüben, was man später Magie nennen würde. Leute konnten Gedanken lesen, konnten Dinge mit ihrem Geist bewegen, konnten Feuer entstehen lassen oder Temperaturen verändern. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass diese Veränderungen, die sie selber herbeiführen, nicht die einzigen Veränderungen sind, die es gibt. Bei einigen Experimenten wurde eine Art Hintergrundecho festgestellt. Bei Experimenten des Gedankenlesens gab es zwar die eigentlichen Gedanken, die gelesen wurden, aber es gab auch eine Art Echo im Hintergrund von Gedanken, die nicht wirklich stattgefunden haben. Es wurden zwar die psionischen Aktivitäten gemessen, die erwartet wurden, aber es gab dazu Messungen, die aussahen, als ob irgendjemand etwas Ähnliches getan hätte, allerdings auf einer anderen Frequenz. Und nachdem einige Forscher sich das genauer angeschaut haben, haben sie gemerkt, dass es mehrere Realitäten gibt. Diese Hintergrundschwingungen kamen daher, dass Wissenschaftler dieselben Experimente durchgeführt haben, am selben Ort, aber in einer anderen Realität. Und nach langen Jahrzehnten der Forschung gelang es ihnen dann, eine Verbindung herzustellen. Zuerst nur in der Form von Kommunikation, aber später war es dann sogar möglich, Portale zwischen diesen Realitäten herzustellen. Und das läutete das goldene Zeitalter von Phaiaxis ein. Immer mehr und mehr verschiedene Versionen von Phaiaxis wurden Teil des übergreifenden Imperiums. Es gab einen freien Austausch von Philosophien und von Technologie. Die Bürger von Phaiaxis hatten die Möglichkeit, ihre Körper sowohl genetisch als auch mechanisch zu perfektionieren. Und sie konnten Leben erschaffen, in welcher Form auch immer sie es wollten. Klone, neue Designerhaustiere, Wachhunde, Soldaten, alles was sie wollten, konnte gezüchtet oder gebaut werden. Die Bürger von Phaiaxis lebten in einem ungekannten Utopia, während die niederen Tätigkeiten von synthetischen Lebensformen erledigt wurden. Und dann kam der Untergang. Phaiaxis hatte sich zu schnell entwickelt und dabei nicht auf mögliche Folgen geachtet. Der ständige Austausch zwischen Realitäten und die dauerhafte Nutzung von psionischen Fähigkeiten hat dazu geführt, dass die Dimensionen keine Trennwand mehr haben. Sowohl geistig als auch physisch waren die Welten zu nah zusammengerückt. Und ab einem gewissen Punkt fingen die Realitäten an, sich zu vereinen, was zu einem Ketteneffekt führte und die Welt, wie sie sie kannten, hörte auf zu existieren. Realitäten stürzten ineinander und vereinten sich oder wurden durch die Zeiten geschleudert oder hatten weitläufige psionische Effekte, die komplette Bevölkerung zerstört oder für immer verändert haben.
Als die Ordnung zusammenbrach, erhoben sich die synthetischen Lebensformen, die von den Bürgern von Phajaxis mittlerweile als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen wurden, in Revolution. Sie forderten gleiche Rechte und haben in vielen Fällen einfach ihre Meister abgeschlachtet und wurden selber zu Herrschern. Und über kurz oder lang war es der Untergang eines Weltenreiches. Phajaxis wurde zerstört durch seine Dekadenz und durch seinen Hochmut. Und durch multidimensionale Weltraummagie, aber das ist weniger dramatisch, finde ich. Aber nur weil das Imperium verschwunden ist, heißt das nicht, dass auch die Menschen verschwunden sind. Die Nachkommen von Phajaxis existieren. Das Problem ist allerdings, dass es keine Infrastruktur mehr gibt, die die ursprüngliche Kultur von Phajaxis unterstützen würde. Es ist ein bisschen wie mit den Römern. Wenn ihr euch römische Ruinen anseht, dann werdet ihr merken, dass ein Großteil der Strukturen nicht mehr wirklich vorhanden ist. Was nicht daran liegt, dass die Vandalen mit Raketenwerfern um sich geschossen haben, sondern es lag daran, dass die Ruinen zwar nach dem Untergang von Rom vollkommen intakt waren, aber es gab nicht mehr die Infrastruktur, um diese Sachen am Laufen zu halten. Die Aquädukte haben nach und nach aufgehört zu funktionieren. Niemand wusste wirklich, wie man die Badehäuser und Heizungen für längere Zeit betreiben müsste, ohne dass man neue Ressourcen dafür bekommt, und über kurz oder lang ging das Wissen verloren. Und im Endeffekt wurden die römischen Ruinen nur noch als Steinbrüche benutzt, weil man relativ nah an der eigenen Stadt ein relativ großes Lager an Steinen hat, das man benutzen kann. Und mit Phajaxis ist im Grunde dasselbe passiert. Dadurch, dass es halt diesen Kataklysmus gab, ist ein Großteil von der Technologie entweder kaputt gegangen oder wurde zumindest zu so einem Grad verändert, dass es nicht mehr zuverlässig war. Oder die Technologie war zumindest für eine sehr lange Zeit offline. Dadurch war das Reisen durch die Dimensionen nicht mehr möglich und Psionics funktionierte nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Die vorher relativ ruhige und berechenbare Kehrwelt wurde zu einem wilden, chaotischen Ding, was aus tausenden von Erinnerungen und Geistern zusammengeschmissen wurde. Und dadurch hat sich über 10.000 Jahre das entwickelt, was wir heute im Setting haben. Wir haben noch vereinzelte Bruchstücke von Phajaxis in den jeweiligen Kulturen, aber die Sachen sind mittlerweile so weit von Phajaxis entfernt und von der Art, wie Phajaxis sie benutzt hat, dass sie im Grunde etwas komplett Neues geworden sind. Es ist in vielen Fällen ein bisschen so wie mit den Tech-Priestern aus Warhammer 40k. Aus unserer Sicht mag das, was die Leute da haben, eine vollkommen normale Laserpistole sein, aber aus der Sicht der Tech-Priester in 40k ist das nicht einfach nur eine Pistole, es ist ein heiliges Objekt, das mit einem magischen Geist aufgeladen ist. Und eben weil die Leute das glauben, wie im letzten Video besprochen, wird das Teil der Realität. Das heißt, auch die Teile von Phajaxis, die noch existieren, sind nicht mehr wirklich als Teile von Phajaxis zu erkennen. Wie gesagt, dieser Teil des Settings ist vollkommen optional. Ihr könnt Phajaxis einfach als eine untergegangene magische Hochkultur behandeln und alles, was ich hier gesagt habe, hier könnt ihr ignorieren. Aber weil ich, wie gesagt, etwas mehr in Richtung Weird Fiction arbeiten möchte und nicht wirklich in Richtung Fantasy, war das für mich ein guter Einstieg, einfach um die Grenzen zwischen Fantasy und Sci-Fi so stark zu verwischen, wie ich es irgendwie kann. Wie dem auch sei, danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angetan habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.